So. Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Valheim. Schön, dass ihr alle da seid, liebe Leute. Agit ist da, Corrigan ist schon da, Armin ist schon da. Wunderbar, das reimt sich, das ist gut. Leute, wir haben die Hütte ja im letzten Stream fertig gebaut. Jetzt war eine Woche Pause durch die Unannehmlichkeiten in der Kita von meiner Tochter. Und heute werden wir uns den Innenausbau widmen. Ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder ein paar Folgen auf YouTube hochladen kann. Das werden wir aber alles sehen. Jetzt bleiben wir erstmal hier und fangen an mit der Beleuchtung. Hi Hendrik und Vince ist auch am Start. Schön, dass ihr alle da seid. Super. Genau. Ich habe das Areal noch ein bisschen vergrößert, was ich bei der ganzen Geschichte nicht gedacht habe. Wir haben ja jetzt hier diese wunderschöne Hütte, wo wir uns dann in Zukunft ausruhen werden, wenn wir unten Eisen holen. Es sind ja noch ein paar Krypta übrig, die ich noch nicht gelootet habe. Viele habe ich allerdings schon gelootet, habe ganz viel Eisen rausgeholt. Ich habe hier auch schon viel vorbereitet. Hallo Gerd. Und genau. Wir müssen aber demnächst noch hier die eigentliche Schmiede hinbauen. Die würde ich hier irgendwie noch daneben hinbauen. Ich habe mir überlegt, dass ich das dann hier wieder dran setze. Wird nochmal eine schweinemäßige Arbeit, wieder hier Stein ranzuholen. Dass wir dann hier so einen schönen Schmiedebereich bauen. Das soll nur die Wohlfühlhütte werden, dass wir gemütlich ausgeruht runtergehen können. Genau, ich zeige euch mal ganz kurz, was ich vorbereitet habe. Ich habe hier hinten hinterm Haus schon mal ein paar Kisten hingestellt. Die sind alle gefüllt, außer die mit dem Material. Ich habe es schon vorher alles schön ausgerechnet, dass wir auch alles da haben. Hi Maki, grüße dich. Und Rosenengel ist am Start und der Frank natürlich auch. Geil. Schön, dass ihr alle so zahlreich wieder da seid. Ja, dann legen wir mal los. Ich will als erstes die Beleuchtung anbringen, dass wir drin Beleuchtung haben. Und dann versuche ich mal was. Das habe ich allerdings selber noch nicht probiert. Habe es auch bisher noch in keinem Video gesehen. Ich möchte hier den Boden nochmal rausnehmen, will ein paar Meter tief graben und die Werkbank und die Schmiede einfach in den Boden einlassen, dass wir hier in aller Ruhe bauen können und dann Erde drauf machen wieder und also quasi die ganze Geschichte zubuddeln, dass die Werkbänke unter der Erde sind und wir hier in aller Ruhe bauen können, ohne dass die uns im Weg stehen. Müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Ich habe es bisher nur gelesen in dem Forum, dass das angeblich funktionieren soll. Müssen wir halt schauen, ne? So, okay, wir brauchen für die Beleuchtung brauchen wir Harz und Kupfer. Kupfer nehme ich an. So, da ist er schon fast wieder überladen, der Gute. Und Holz? Brauchen wir Holz? Ja, wir brauchen Holz, ne? Leder, und da geht's schon los. Wir hauen mal. Wir lassen mal die Hälfte hier. Wo habe ich denn den Harz? Wo ist der Harz? Ah, der ist hier vorne in der ersten Kiste mit. Ihr seht schon, wir haben einiges vor heute. Das wird eine super Sache. Ich freue mich drauf. Glockpunker ist auch am Start. Sehr schön. Super. Super, Leute. Also, die ersten Lampen mache ich, glaube ich, hier außen hin. Guckt mal, ich habe hier diese zwei Dachschrägen noch gemacht. Ich weiß gar nicht, wer mir das vorgeschlagen hatte. Ich hatte die auch mal hier probiert, aber das sieht komisch aus, weil die oben aus dem Boden rausgucken. Deswegen reicht mir das so, wie sie hier sind. So. Und dann legen wir los. Da sind sie. Guten Leuchten. Machen wir hier so auf halbe Höhe. Was sind das hier? Ach, hier hatte ich wohl mal irgendwas probiert. Wartet mal. Hier ist irgendwas, was hier nicht hingehört. Das da. Aber auch nicht verkehrt. Was hatte ich denn da probiert? Ah ja, ich weiß es nicht mehr. So, machen wir hier drinnen jetzt weiter. Dann möchte ich gerne eine hier haben. Wir dürfen die halt nicht so hoch machen, ne? Wisst ihr ja. Sonst gehen die einfach aus. Setzen die genau zwischen diese Balken. Und dann hier an die Fenster. Das gleiche. Dann haben wir drin schon mal schön beleuchtet. Hi Thomas, grüß dich. Und Dr. Lama ist auch am Start. Und Zinnoberrot. Grüße dich. Oder Rot. Zinnoberrot. Wir machen heute quasi die Inneneinrichtung unserer Gemütlichkeitshütte. So, dann habe ich mir gedacht, machen wir hier auch noch welche hin.
Was fehlt denn? Ach, Kupfer. Wir brauchen schon wieder Kupfer. Naja, dann gehen wir los. Das wird jetzt hier ein bisschen hin und her gerennen, aber ey Leute, wir haben Samstag, wir haben Zeit. Ich sehe da kein Problem da drin. So, wartet mal, das hatte ich ja, das Kupfer hatte ich jetzt hier mit reingetan, ne? Genau. Wenn ich irgendjemand im Chat überlese, dann schreit mich nochmal an. Ist keine Absicht. Puddelsuppe? Bei wem gibt's Puddelsuppe? Puddelsuppe? Ich habe noch nie gehört. Klingt eigenartig, aber könnte vielleicht auch lecker sein. So Leute. Mal hier das alles schön anbringen. Harz will man nachher dort nach, ne? Welche Höhe habe ich denn das jetzt? Wartet mal. Hier. Oder? Haut das hin? Ja. Dit haut hin. Und dann hier noch. Zack. Und zap zap. Hört ihr den Sound gut? Ist schon wieder fast ein bisschen zu leise, der Sound. Wird die Musik zu laut? So, hier oben. Wie machen wir es denn hier oben? Ach ja, hier habe ich die zwei Portale hingestellt. Das eine führt zum Hafen. Das hier führt nach Hause. Hi Mario, grüße dich. Und der Vince. Ne, der Vince. Vince hatte ich schon. Wenn nicht, dann habe ich dich jetzt. Ah ja, genau, der Vince hat es erklärt. Steuerung, und wenn du Shift und linke Maustaste drückst, kannst du bestimmen, wie viel du rüber transportieren möchtest. So, dann machen wir hier noch welche dran. Dafür ist der Chat, die Community ja da, dass wir uns hier gegenseitig auch Ratschläge geben können. So, gut, das soll das erstmal sein. Haben wir das erledigt. So, jetzt probieren wir das mal, Leute. Also, ich hack hier mal den Boden auf. Bin gespannt, ob das funktioniert. Und dann gehen wir mal viele Etagen tiefer. Ich weiß halt nicht, wie tief wir müssen, um dort eine Werkbank anzubringen. Werden wir gleich sehen. Vielleicht reicht das ja schon. Mal ganz kurz. Reiße die mal ab. Das hört man gern, Zinn Oberrot. Vielen Dank. Und hi Roman, schön, dass du da bist. So, guck mal. Kriegen wir die denn hier unten reingebastelt? Ja, guck mal. Das funktioniert schon mal. Müssen wir halt bloß schauen. Wir müssen ja noch die Schmiede reinbekommen. Noch eins. Ah! Hat es kurz geladen. Beziehungsweise gespeichert. So. Jetzt kommen wir hier nicht mehr raus, wa? Doch. Das geht. Und die Schmiede da unten neu gebastelt. Ja, super. Das passt ja wie angegossen. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir das einfach wieder zuschütten können. Na? Heiler im Weg. Genau. So, Leute. Wie war das nochmal? Ach, hier mit der. Wieder alles vergessen. Nach so langer Pause. Jetzt müssen wir doch quasi bloß, wartet mal, auf diese Höhe anklicken. Ja, der war zu hoch. Aber egal, es scheint zu funktionieren. Das können wir ja gleich noch einebnen. Achso, der macht das jetzt auf die Höhe, auf der ich... Ah, nee. Da zerstürzt die Werkbank. Schade. Schade, Leute. Dann war das wohl eine Fehlinformation in dem Forum, dass man Werkbänke einfach eingraben kann. Was ich allerdings machen könnte,
Es nimmt ja jetzt nichts von der Stabilität des Hauses, wenn ich diese hier auflasse und einfach zumache, ne? Dann machen wir das so. Also nochmal der ganze Spaß. Aber so haben wir es wenigstens mal ausprobiert und stellen fest, das funktioniert nicht. Oh, doch nicht gegen das Holz. Wartet mal, aber dann trägt der ja nicht mehr, oder? Doch, der trägt noch. Der trägt auch noch. Wir versuchen es so hinzukriegen, dass die tragenden Balken hier noch auch tragen. Nicht, dass wir doch später Ärger mit der Decke oben kriegen. So, der trägt noch. Der auch. Die sind alle noch blau. Gut, dann müssen wir die so reinbasteln. Das kriegen wir hin, Leute. Das kriegen wir schon hin. So, zeig mal her. Auch noch blau. Alles noch blau. Sehr gut. Vielleicht reicht das schon. Scheiße, jetzt komme ich schon nicht mehr raus. Werkbank rein. Stehe sie auch so hin. Mir ist das egal. Wenn die Schmiede jetzt hier noch daneben passt, bin ich doch zufrieden. Ja, passt. Leute, dann machen wir hier einfach Bretter drauf und dann ist gut. So, was wollen wir? Das hier. Trägt noch alles und aus den Augen, aus den Sinn, sage ich da so schön, ne? Ach nee, guckt dann die ganze Zeit der Hammer hier durch? Nee, das nur, wenn ich tatsächlich das Hammer-Tool nehme. Cool, Leute. Da haben wir das hier drin verbastelt und können jetzt in aller Ruhe bauen, ohne dass die im Weg stehen. Hi, Jörg. Wo hatte ich dich schon? Ich bin heute ein bisschen verpeilt. Nehmt's mir nicht übel. Ah, okay. Maki hat Hohlräume benutzt. So, Beleuchtung haben wir, die Werkbänke haben wir. Jetzt geht's ans Eingemachte. Wir machen das richtig geil. Ich will jetzt hier erstmal einen Barbereich mit euch bauen. Dafür brauchen wir Holz. Ah, ich nehme erstmal von hier hinten aus den Kisten. Barbereich für die Barbara. Das hauen wir hier rein. Das hauen wir hier erstmal rein. Steine brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Wo hatte ich denn die? Die hatte ich hier mit. So, dann nehmen wir mal noch einmal Holz mehr mit. Und wir brauchen jetzt wahrscheinlich eine Menge Holz. War zu viel, dann lass das hier. Nee, das mit den Reparieren, wie gesagt, in der Hütte soll wirklich nur der Wohlfühlbereich sein. Also Werkstatt und so kommt dann extra. Ich habe die jetzt nur hier unten eingebastelt, dass wir, wie gesagt, in aller Ruhe hier bauen können, ohne dass sie im Weg steht. Reparieren mache ich dann, indem ich einfach durchs Portal schnell gehe und zu Hause quasi rauskomme. So, jetzt lasst mal überlegen, dass es auch cool aussieht. Machen wir es vielleicht so. Ihr werdet gespannt sein. Jetzt fangen wir hier an. Kurz gucken, wo ist denn hier der Snap Point? Er wird gespannt sein, wenn denn alles passt. Ich glaube, hier brauche ich irgendeinen. Ah, hier geht's. Machen wir das so. Zack, zalap. Und jetzt kommt hier quasi die Theke. Finde ich die so groß oder machen wir die so klein? Ne, die machen wir so klein. Muss gar nicht so groß sein. So, wartet. Ich muss überlegen. Dann kommen da drunter nämlich Kisten und so ein Zeug. Genau, reicht ja schon. Genau, das reicht schon. Jetzt brauchen wir Zeug für Kisten. Ich schau mal ganz kurz, was wir dafür benötigen. Eigentlich auch nur Holz. Dann fangen wir mal an, hier die Kisten. Obwohl, ich mach mal hier noch Pfeiler drunter. Dass es auch ein bisschen authentischer wirkt. Den lassen wir so. Einmal gedreht.
Zack. Zack. Und zack. Ja gut, die Ecke hier ist ein bisschen komisch. Es gibt halt leider keine halben Wände. Also so ein Teil als halbe Wand, die ich hier noch hinsetzen könnte, wäre ideal. Gibt es leider nicht. Hi, Priest. Priest Klein, grüße dich. Ohnehin Jung ist auch dabei. Irgendjemand überlesen. Muss mal ein bisschen auf den Chat achten. Wir haben ja Zeit, Leute. Genau. Dogpanker, hatte ich dich schon? Ja, dich hatte ich auch schon, ha? Mein Guter. So, das haben wir. Dann möchte ich, glaube ich, hier unten machen wir auch noch zwei hin. Das ist die Frage, dass wir hier auch noch so einen Pfeiler setzen. Sieht, glaube ich, besser aus. Oder machen wir hier einfach zu? Ja, hier machen wir zu. Mal so. Guck mal. Und dann machen wir lieber hier unten Kisten. Zack und zack. Das sieht gut aus. Und jetzt passt auf. Jetzt passt auf, Leute. Ich muss kurz schauen. 5x Bronze, 30x Edelholz. 10 Harz. Also 60 Edelholz, 10x Bronze. Das kriegen wir, glaube ich, nicht mit einmal weg. Wie viel waren es? Ich hab's schon wieder vergessen. Also. ...60 Edelholz und 10x Bronze, ne? Ja, da ist er ein bisschen überladen. Da müssen wir jetzt mal schwitzend uns rein bewegen. Ich hoffe, der Ausdauerbalken reicht bis rein. Man weiß es immer nicht. Ja, das reicht. Das kriegen wir hin. So, Leute. Und das setzen wir jetzt hier einfach hin. Zack. Was fehlt? Nein, jetzt fehlt der Harz. Ich krieg eine Macke. Naja, da holen wir uns noch schnell Harz. Haben wir hier vorne eigentlich irgendwo Harz? Ja, guck mal. Muss man nicht so weit latschen. So. Geht es weit rüber? Geht's noch ein Stück? So. Geil. Und ich stehe ein bisschen zu weit hinten. Wartet mal. Machen wir noch mal kurz weg. Jo, so lassen wir das. Haben wir den Bereich schon mal. Jetzt brauchen wir... Jetzt fange ich an, hier einen schönen Tisch zu... Oh, manchmal, dass das immer so ruckelt, wenn das speichert, ist Wahnsinn. Jetzt will ich hier einen schönen Tisch. Zwar... Ah, wartet mal. Ich glaube, ich muss hier anders arbeiten. Mal so. Mal so. Zack, zack. Hau das hin. Bin gerade nicht so sicher. Wartet mal. Ich glaube, wir müssen die hier anders machen. Manchmal muss man das Spiel austricksen. Ich hoffe, da kommt noch mehr später rein. Auch so an Deko-Elementen. Das wäre echt geil, wenn die da noch ein bisschen was machen würden. So, zack. Genau. Und schon haben wir einen Tisch gebaut. Möchte ich aber das hier wieder raus haben. Sonst rammelt er sich ja immer die Knie, der hier sitzt. Ist doch, was ich meine.
Ja, aber der Tisch ist komisch. Den will ich. Ich will hier einen anderen Tisch, weißt du? Den anderen Tisch, den machen wir hier hin, den du meinst. Dafür benötigen wir Edelholz. Edelholz holen wir uns. Achso, wartet. Dann möchte ich hier gerne noch was bauen. Dann muss ich mal schauen, wie machen wir das? So, ne? Hier hoch. So. Packen wir hier auch zwei Kisten runter? Ich weiß gerade nicht, Leute. Können wir machen, hä? Dann machen wir hier auch zwei Kisten drunter, dann ist das auch rund. Wird schon wieder Nacht. Aber wir haben ja hier drin die Beleuchtung. Ist es nicht ganz so schlimm. Das haut hin, ne? Ah, die könnten vielleicht... Ne, die können Stücke weiter rein. Sonst stößt man sich die Füße, wenn man hier quasi an der Tafel steht und sich das Essen nimmt. Da soll nämlich dann später das Essen drauf, Leute. Nicht, dass sich da jemand einen großen Zeh rammelt. Das will ja keiner. Ja, so ist besser. Gut. Was wollten wir jetzt? Edelholz. Black Satan, grüße dich. Hi. Ach, du hast schon wieder viel zu tun. Alles klar. Ja, dann bis später. Nehmen wir uns mal Edelholz mit. Da brauchen wir jetzt auch eine Menge. Wartet mal, ich gucke gleich mal, wie viel brauchen wir denn. Dafür brauche ich Edelholz. Und das ist auch alles nur Edelholz. Für die Hocker auch. Gut. Was wir aber jetzt noch mitnehmen, sind tatsächlich Felle. Und ja, den Rest machen wir dann. Für die Deko. Für die Fußbodendeko. Wir müssen dann noch demnächst mal irgendwelche anderen Tiere finden, weil mir sind das ein bisschen zu wenig Felle, die wir... Also wir können ja nur dieses Hirschfell hier bauen. Ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig. So, setz das mal hier so hin. Dann kommt jetzt hier dieser kleine Tisch. Und zwei Bänke dazu. Muss man bloß gucken, dass die auch vernünftig stehen. Das probieren wir. Ja, das sieht authentisch aus. So machen wir das. Und die nächste Bank davor. Ja, die ist zu nah dran, oder? Nee, das geht nicht. Da sitzt man nicht angenehm. Können sich auch wohlfühlen, die Leute. Gleich her. Ja, so können wir es machen. Kurze Sitzprobe. Herrlich. Wunderbar. Da haben wir diese Ecke. Dann machen wir hier am Lagerfeuer weiter. Obwohl, erstmal den Barbereich. Erstmal hier den Barbereich. Zack. Zack und zack. Könnten vielleicht noch ein Stück näher ran, oder? Oh, vor allen Dingen verkehrt rum. Na egal. Lass mal jetzt erstmal so. So, dann machen wir hier schönes Fell hin. Hm, wie machen wir das? Einfach so, hä? Guck mal. Zack und zack und hier auch noch. Dass man da was abstellen kann oder seine Füße ablegen kann. Wie auch immer. Das ist doch schön. Das gefällt mir gut. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt kommen langsam die etwas teureren Sachen. Hey Sven, grüß dich. Vor den Kamin gehört eigentlich ein Bärenfell. Ja, aber so eine Felle haben wir leider noch nicht. Im Fall der Fälle können wir das später hinbauen. Beutel mit Sicherheitsabstand, du meinst zur Bar oder was? Ja, besser ist manchmal. Was wollte ich jetzt? Genau, ich habe nämlich Eisennägel hergestellt und mit den Eisennägeln kann man den Rabenthron bauen.
Dafür brauchen wir Edelholz und Eisennägel. Alles klar. Edelholz haben wir noch ein bisschen was. Ja, das reicht sogar. Nehme ich mal an. Eisennägel. So, passt auf. Dann geht das jetzt los hier. Wie hatte ich mir das gedacht? Ich glaube, einen dürfen halt nicht zu nah ran, ne? Da soll ja immer noch einer sitzen können. Das war, glaube ich, zu nah. Das ist Mist. Das ist doch Mist. Und vor allen Dingen die Mitte finden. Die goldene Mitte. So, ne? Ungefähr. Zeig ich mal her. Sitzprobe. Ja, doch. Können wir so machen. Haut hin. Das gleiche nochmal hier. Ja, der ist zu nah. Sorry, aber da müssen wir schon korrekt arbeiten. Ja, wenn wir mal Gäste bekommen irgendwann, die sollen sich ja auch wohlfühlen. Das sieht gut aus. Dann klatschen wir noch einen hier rein. Oh, ich höre was. Wir brauchen Edelholz und irgendwas ist hier draußen. So, wer sucht denn hier Streit? Aha. Aha. So, so. Die ersten Gäste sind schon da, aber die Getränkelieferung ist noch gar nicht gekommen. Das heißt, ich kann die Kneipe noch gar nicht öffnen. So. Hey! Master of Empire, schön, dass du da bist. So, was fehlt dir jetzt? Edelholz, wa? Holen wir uns. Und denkt dran, Leute, vergesst nicht zu liken. Das ist wichtig. Edelholz. Können wir noch mehr tragen? Jo, geht was. Da geht was. Zack. Oh. Ja, ist viel zu nah. Nehmen wir hier. Ja, so ist gut. Okay. Diese Maserung der Diele brauchen wir. So, haben wir. Das sieht doch schon mal gemütlich aus, Leute. So, jetzt will ich... Hier, Banner. Was braucht man für blaue Banner? Ich will blaue Banner dorthin haben. Schwarzes, blaues. Blaubeeren und Lederreste. Das haben wir auch alles da. Lederreste für die Gäste. Für die Gäste nur das Beste. Genau. Frank ist immer noch am Brutzeln, sehr gut. Die Felle kann man auch auf den Tisch platzieren, das ist ja super. Das ist ja geil. Gut zu wissen. Also auf den, auf so einen Tisch hier. Ja, tatsächlich. Geil, oh. Wieder was gelernt. So, einmal hier drüben. Muss mal kurz schauen, wie machen wir das, dass das auch cool aussieht. So ist doof, ne? Genau in die Mitte. Geht gerade nicht so viel. Ich glaube, so ist schön. Ja. Super. Das haben wir. Kurz überlegen. Ich will hier noch ein bisschen Deko haben. Und zwar... Wo sind denn die Teile? Verschiedenes. Hier. Dafür brauchen wir Sirtlingkerne und Krautzwergenauge. Holen wir uns schnell. Hey, Gurke, grüße dich. Schön, dass du da bist. Ihr seht schon, was ich vorhab, ne?
Krautzwergenauge und Zwirtlingkerne haben wir hier. Dann nehmen wir die ganzen mit hier. So, was wollte ich? Ach ja. Teile hier, die setzen wir jetzt hier schön in der Ecke. Also die haben jetzt hier keinen Nutzen, ne? Ist rein zur Deko da. Finde ich aber irgendwie hübsch. Ja, das Bärenfell hätte ich vielleicht ein bisschen weiter vorsetzen können, ne? Das Hirschfell sehe ich gerade. Kriege ich das noch nachträglich nochmal weggemacht und drunter gesetzt? Oder muss ich dann nochmal den Tisch abbauen? Das ist eine gute Frage. Wir probieren es mal. Kann natürlich sein, dass ich wirklich den Tisch nochmal abbauen muss. Ja. Dann bau den nochmal ab. Muss ein Stück weiter vorgucken. Schaut mal so. So ist doch schöner. So. Haut das hin? Ne, da muss ein Stück hinter. Oh. Einmal was abgerissen. Und schon kriegt man es nicht mehr wieder so schön hin, wie es war. So, ne? Gleich her. Ja, komm, so lassen wir das jetzt. Das ist okay. Jetzt möchte ich hier noch so ein paar Drohnen haben. Ja. Ich habe ja die Woche trotzdem Zeit gefunden. Ich konnte halt keine Let's Plays groß machen, aber wenn meine Tochter immer mal so beschäftigt war, konnte ich ja immer mal farmen. Das geht schon. Das war halt das Gute an dieser Woche, dass ich für so eine Sachen tatsächlich auch Zeit hatte. So, was braucht man hier für Eisen? Was? 8 Eisen kosten die Dinger. Das ist ja eine Menge. Aber die möchte ich gern haben. Die möchte ich aber gern haben. So, lass mal schauen. Ach, naja, haben wir ja genug zum Glück. Jetzt müssen wir mal ein bisschen umdisponieren. Wir müssen mal kurz ausladen, Leute. Sonst komme ich in die Bredouille. Das Holz brauchen wir gerade nicht. Jetzt habe ich eigentlich diese Gifttränke hier einstecken. Anti-Gifttränke meinte ich natürlich. So, jetzt packe ich wahrscheinlich wieder Zeug raus, was ich gleich wieder benötige. Aber naja, ihr kennt mich ja. Wie viel waren das jetzt? 8 Eisen, das heißt 16. So, jetzt trage ich natürlich zu viel. Machen wir das hier raus. Immer noch zu viel. Jetzt. Jetzt geht's, Leute. Hier kommen 1000 neue Ideen, Marco. Das ist super. Genau, die wollte ich hier hinten so platzieren. Das ist so, wie so eine Art Kasse, ne? Dass die Leute, die bezahlt haben. Machen wir's. Echt so, hä? Guckt. Das ist doch hübsch. Das ist doch recht hübsch. Jetzt möchte ich vielleicht hier noch. Ah, jetzt habe ich das Holz wieder rausgepackt. So ein Regal da hinten haben, wo wir dann die Getränke. Genau, jetzt fangen wir an, Halterung hinzubasteln. Jetzt schauen wir ganz kurz, was benötigen wir dafür. Diese hier, Objekthalter. Bronzenägel und Edelholz. Bronzenägel und Edelholz. Und es ist halt bei mir immer schon vorher alles berechnet. Ich weiß halt, ich rechne mir das vorher schon aus. Meistens zeichne ich mir das auf Papier und rechne aus. Okay, da sitzen jetzt 4 Stühle. Da braucht man so und so viel Material für die Gegenstände, die auf den Tisch kommen und so. Das ist schon immer alles berechnet. Deswegen klappt das dann auch so. War ja bei Conan Exiles, habe ich das auch schon immer so gemacht. Oh, Steve muss gleich auf Arbeit. Hi, erstmal Steve Poser.
um die Zeit auf Arbeit, Mensch, zum Samstag. Und Daniel Seidenberg, grüße dich. Schön, dass du da bist, mein Guter. Ein Griff durchs Fenster und die Kasse ist weg. Ja, man hofft ja hier auf ehrliche Gäste. genau, jetzt fangen wir an. Passt mal auf. Also, hier an die Bar kommen natürlich erstmal nur Humpen. So, können wir vielleicht einen so setzen. Müssen wir jetzt ein bisschen wild, dass die nicht alle akkurat sind, ne? So, dann können wir ja hier vielleicht... Oh, ich hatte mir überlegt, hier noch so eine Brettchen dran zu machen und da vielleicht so Heiltränke oben drauf zu stellen. Das sieht vielleicht ganz cool aus. So, dann kriegen die hier natürlich alle was zu trinken. Mal schauen. Warte mal, die sollen ja auch noch was zu essen auf dem Tisch haben. Das Getränk ist ja meistens nur so auf der rechten Hand. Das ist so. Das ist jetzt erstmal nur für die Humpen, ne? Alles andere machen wir dann später. Kann sein, dass ich dann auch noch mal ein bisschen ummodeln muss. Aber werden wir sehen. So, hier wird natürlich auch ordentlich getrunken. Eins. Zwei. Drei. Vier. So, dann holen wir mal die Humpen. Mal sehen, wie das aussieht. Ich habe das noch nie probiert. Und nochmal danke an meinen Discord-Channel, dass ihr mir gesagt habt, dass ich die Humpen in der Werkbank bauen kann. Das wusste ich gar nicht. Ich habe die ganze Zeit gesucht und dachte mir, hä? Warum geht denn das nicht? Kann man die denn noch bauen? Probiert mal. Das hier kann doch weg. Dann nehme ich noch ein paar Humpen weg. Wie viele Slots? Ich glaube, die haben gar nicht so viele. Warte mal, ich schau mal. 6 Slots nur. Ist nicht viel, ne? Unter Skerfass einen kleinen Boden und da ein Humpen drauf. Wie meinst du das? Master of Vampire? So ein Banner, nee, das Problem ist, Maggi, bei dem Banner, dass die hier diese Holzleiste haben. Ich glaube, das geht nicht als Tischdecke. Und ich glaube, die kann man auch nur horizontal ausrichten. So, was wollten wir? Müssen wir hier die Humpen hier hochlegen, ne? Machen wir so. Dann machen wir es erstmal so. Ich finde es blöd, dass die Objekthalter dann doch so ein bisschen groß sind. So, das sieht schon mal gut aus. Ja, der ist halt schüchtern, der sitzt halt so rum, ne? Er hat keinen Bock, mit dem Barkeeper zu labern. Ist ja, kann man ja auch verstehen, sowas, ne? Oh, komm, Spiel. So. Das sieht doch gut aus. Brauchen wir hier noch 2 Stück. Dann sind hier unten alle erstmal mit Getränken versorgt. Zack, zack. Wir haben dann noch ein paar Ersatzhumpen. Falls noch mehr Gäste kommen, mehr als erwartet, dann können wir hier noch in die Zauberkiste greifen. So. Und den letzten. Ja, geil. Das sieht doch cool aus. Und jetzt brauchen wir ja noch was zu essen für die Bande. Also. Mal gucken. Nicht, dass der zu weit vorne sitzt. Nicht, dass die Suppe über den Tisch matscht. Ich glaube, den setzen wir weiter hinter hier. So. Ihr kriegt was Schönes zu essen. Was wollen wir denn zu essen geben? Fisch und Wurst und sowas, hä? Oder einmal nur Suppe. Ach, die kommen. Die kriegen einmal nur Suppe. Das ist quasi die Vorsuppe. Ach Mensch, hätte ja sogar noch welche im Inventar gehabt. Ich dusel. So. Ja, guck mal. Ist das geil.
Das gefällt mir gut, Leute. So, guten Appetit. Die sind nur zum Saufen hier, die wollen nichts essen. Da können wir vielleicht ein paar Salzstangen später hinstellen. Bei denen hier weiß ich auch nicht. Da könnte man ja vielleicht in der Mitte so, klar, so eine Packung Bockwürste hinstellen. Wartet. Gucken, wie groß die sind. Ja, das ist okay. Ja, wartet mal. Da muss ich noch mal. Nimm den mal auf. Hey, Prost! Grüße! Den müssen wir noch mal wegmachen hier. Den setzen wir ein Stück rüber. So. Und den hier hinten auch. Hey, warte mal. Das erst nehmen. Hey, Mann. Jetzt hat er seinen Hammer da hingelegt. Der ist blöde. Hör mal auf, jetzt hier Faxen zu machen. Mensch, wir haben doch Zuschauer. Kannst du hier nicht so wahnsinnige, komische Sachen machen? Setzen wir den halt hier hin. So, das sieht doch gut aus. Schön ein paar Bockwürste auf dem Tisch liegen. Hey Lars, hatte ich dich schon begrüßt? Sei gegrüßt. Ja, es wurde vorhin schon geschrieben mit dem Fell auf dem Tisch als Tischdecke, aber die matschen mir das noch voll, die Gäste. Ihr wisst ja, wenn die einen zu viel gehoben haben, dann wissen die sich nicht mehr zu benehmen und matschen da alles voll. Und das Fell, das ist teuer. Weißt du, was es so ein Jäger kostet, so einen Hirsch zu erledigen? Ey, das sieht cool aus mit den Würsten, das gefällt mir gut. Jetzt machen wir hier weiter. Jetzt wird's interessant. Jetzt müssen wir mal... Ich sehe gerade nicht die Ausrichtung. Machen das einmal so. Zack. Zack. Jetzt fehlt was. Was fehlt? Ein Edelholz. Wir holen schnell Edelholz. Ja, wird langsam eng hier mit dem Edelholz. Empire Good Game, grüße dich. Ja, meiner Tochter geht's noch gut, aber wir kriegen nachher erst vom Gesundheitsamt das Testergebnis. Und Fakt ist, sie ist so oder so, ist sie jetzt in Quarantäne bis nächste Woche Freitag. Also egal, ob das Ergebnis nachher positiv oder negativ ist, sie ist auf alle Fälle in Quarantäne. So, das sieht jetzt erstmal wild aus, aber ihr wisst ja noch gar nicht, was ich vorhab. So, passt mal auf. Und hier klatscht mal Fisch drauf. Ja, der Fisch ist ein bisschen klein, ne? Wartet mal, den müssen wir nochmal wegnehmen. Haben wir sonst noch was? Ja, später soll sie... Oh shit. Was hat denn der jetzt weggenommen? Ne, doch, es war schon das Richtige, ne? Später soll sie auch sowas wie Brot geben. So, dann setzt den jetzt nochmal hier hin. Genau. Roher Fisch wäre geil, aber ich glaube, ich habe keinen rohen Fisch mehr. Egal, lass mal jetzt so. Gut, passt mal auf. Jetzt habe ich eine Idee. Mal gucken, wie das aussieht. Ob das cool aussieht. Werden wir gleich feststellen. Das werden wir jetzt gleich feststellen. Jetzt kommt ja schon wieder so ein Sauwetter. Aber bei uns in der gemütlichen Hütte. So, passt auf. Nein, du sollst das nicht essen, du Blödmann. Hat er die Blaubeere gegessen? Ja, das hat doch was, oder? Und jetzt hier, passt auf. Das ist geil. Ja, gut. Diese Objektträger sind halt, die müsste man unsichtbar machen können, ne? Dass man dann quasi bloß noch... Oh, das sieht schön aus. Das finde ich schön. Dann machen wir vielleicht... Machen wir vielleicht hier noch... Ja. Wartet mal. Jetzt lassen wir so, komm. Jetzt bauen wir hier noch drei so eine Objektträger hin.
da würde ich vorschlagen, mal gucken, wie das aussieht. Also ich wünsche mir von den Entwicklern später noch viel, viel mehr Deko-Elemente. Das wäre so super. Da hauen wir jetzt mal Marmelade noch mit hin. Mal ja auch als Senf sehen für die Würste, ne? Oh, guckt mal. Ist es nicht schön? Das gefällt mir gut. Jetzt bin ich am Überlegen. Jetzt brauchen wir erstmal normales Holz. Wie liegt man in der Zeit? 13.45 Uhr. Alles noch gut. Normales Holz haben wir doch irgendwo hier. Mal sowas mit und sowas. Ari, grüße dich. Und Zero. Seid gegrüßt. Vergiss nicht ein bisschen Wurst für den Hund. Mit dem nächsten Update kommt mehr Bauzeug. Das ist geil. Und man kann die Objektträger doch irgendwie verstecken mit ein bisschen Aufwand. Ja, aber ach, es ist okay. Bei so einem Spiel ist das völlig in Ordnung. So, passt mal auf. Geht das denn hier, dass wir hier noch so eine Regale dran klatschen können? Ja. Höher wäre geil. Wartet mal. Hier unten wollte ich doch noch eine Kiste hinbauen. Da wollte ich noch eine Kiste hinbauen. Mal schauen. Wie das aussieht. Ach, herrlich. Herrlich. Guckt mal. Ei, ist es nicht geil? So, und darunter bauen wir jetzt noch eine Kiste. Wartet mal, was brauchen wir dafür? Da wollte ich noch mal so eine große haben. Zweimal Eisen, das haben wir da. Zweimal Eisen. So. Eine Wasserschale auf dem Boden für die Hunde. Heute auf der Karte Würste mit Blaubeeren. Naja, also ich meine, zum Beispiel so Wild. Wildbraten isst man ja auch mit Preiselbeeren und so. Also so abwegig ist das gar nicht. Guck mal, hier hauen wir noch. Die hauen wir einfach so schräg hier drunter. Wie sieht das von weitem aus? Ach, guckt mal, das sieht doch super aus. Wartet mal, noch ein Stück rüber. Kann sie, oder? Ach, die lassen wir so. Ist super. Ist echt super. Das fetzt. Hier die Tafel, herrlich. Dann sind wir hier unten eigentlich soweit fertig. Ne, sind wir noch nicht. Ich habe nämlich noch eine Idee. Weil muss ja auch immer Feuerholz nachgelegt werden. Mal ganz kurz Holz holen. Dann lassen wir mal das hier. Das können wir ja noch rauslegen. Die Blaubeere kann raus. Fortnägel raus. Und Holz brauchen wir. Jetzt machen wir erstmal schön einen Eingangsbereich. Da hatte ich mir nämlich auch noch überlegt. 26 Grad. So, wunderbar. Was wollte ich jetzt? Ach ja. Muss ja auch immer Feuerholznachschub da sein, ne? Einmal so. Und einmal so. Gucken. Ja, perfekt. Das sieht gut aus, Leute. Können wir mal schön was reinschmeißen. Zack. Das ist super. So, cool. Ich glaube, hier unten sind wir soweit erstmal durch.
Eine Hirschtrophäe. Ja, die Trophäen kommen nachher noch. Stimmt, ich wollte ja auch noch so ein paar bunte Holzschilder. Da hattet mir ja auch den Tipp gegeben, dass man die gestalten kann. Vielleicht hier so zwei Holzschilder. Wollen wir mal schnell gucken gehen? Komm, wir gehen mal schnell gucken. Was wir benötigen. Ah, da brauchen wir bestimmt Blaubeeren und sowas. Naja, werden wir gleich sehen. So. Holzschilder. Wo sind sie denn? Was brauchen wir denn dafür? Hier, Holzschild. Lederreste. Haben wir hier noch Lederreste? Oder habe ich die alle mit rübergenommen? Ne, hier ist noch genug. Bei deiner Mom gibt es nach dem Essen immer Eis. Das läuft Brätze, Erzi. Ja, das mit dem Stiel. Ah, guckt mal. Ey, das ist mega. Machen wir einmal. So ein rotes. Hä, wieso baut er da jetzt noch eins? Ich dachte, man braucht die als Grundlage. Scheiße. Habe ich hier. Haben wir hier irgendwo sonstiges? Nee, ne? Habe ich hier nicht. Lass ich erstmal hier rein. Was soll's? Dann brauchen wir nochmal Holz. Was haben wir? Von Eis wird man brät. So, wartet. Ich dachte, man braucht da ein extra Ding. So, dann machen wir hier noch so eins. Und dann würde ich vielleicht, ja gut, so eine Waffenhalter oder so, so ein Edelholzbogen könnte man dann noch links und rechts am Lagerfeuer platzieren. Bin ich mir aber gerade noch nicht so sicher, ob das cool aussieht. Da bräuchte man halt geilere Waffen. Ach so, meinst du das, Master of Empire? Scheiße, jetzt habe ich auf den Chat geguckt und bin hier zweimal durchs Portal. Hi, Sergei, grüß dich. So, wo sind wir jetzt? Nicht da, wo ich hin wollte, also nochmal. Sorry, Leute. Ein Spaß. Ein Spaß. So, dann machen wir hier noch. Jetzt habe ich die Kupfernägel rausgelegt, ne? Scheiße. Und ich hätte gleich mal meinen Hammer reparieren können. Drüben. Naja. Ist ja alles halb so wild. Können wir später noch machen. Wenn der Nöt am Mann ist. So, dann einmal hier hin. Einmal hier hin. Jetzt, pass auf. Oh ne, was hab ich denn gemacht? Scheiße. Nein! Du Blödmann. Hat mir jetzt den Hammer. Ist mein Hammer weg, Leute. Ich hab's nicht gesehen. Was passiert? Also nochmal ab und nochmal richtig rumgesetzt, das Ding. So. Okay, jetzt bitte nochmal richtig. Sieht das gut aus? Passt sogar hier, wisst ihr, Blaubeeren und hier Himbeeren. Das passt doch sogar, sieht doch gut aus. Also finde ich jetzt. Wie gesagt, na wohl, hier wird's dann zu enge. Wenn wir hier noch Waffenhalter oder so dran bringen, wird's fast zu enge. Ja, lass mal so.
So, jetzt geht's oben weiter, Freunde. Hier kommt der Schlafbereich. Jetzt sehen wir ja erstmal nichts. Können wir aber ändern. So halbwegs. Das mit der Wand habe ich nicht gefixt gekriegt. Ich meine, vom Prinzip her könnte ich diese Steinwände ja hier rausnehmen. Aber hey, ich meine, wegen solchen Kleinigkeiten können wir auch mal ein Auge zudrücken. Das ist okay. Es kommt ja jetzt noch was davor. Wir hängen ja gleich was davor. Aber erstmal müssen wir hier was bauen. Und zwar ein Podest für unser Bett. Muss schauen, wie breit machen wir das? Ist zu viel. Ich glaube, so reicht. Mach das hier weg. Habe ich denn hier gemacht? Da war ich wohl zu lange unten in der Kneipe. Man merkt schon die Auswirkungen. Seht ihr das? Ich kriege hier nichts mehr hin. Was ist denn hier los? Da hat wohl einer zu viel Met genascht. Was macht denn der hier für ein Quatsch? So. Könnten wir ja hier theoretisch auch noch so eine Eckpfeiler hinbasteln. So, zack. Später gibt es ja ein großes Bett. Das kann ich leider noch nicht bauen. Deswegen habe ich mir einfach gedacht, bauen wir hier zwei normale Betten nebeneinander. Einmal. Oh, die können wir ein bisschen näher zusammenrücken. So. Oder unten ist eine Party. Sieht das aus? Ja, das passt. Ich gehe mal kurz gucken. Ich glaube, da streiten sich zwei Gäste. Aha. Wir haben immer noch keine Getränkelieferung. Es tut mir leid, junger Mann. Kommen Sie bitte nächste Woche wieder, wenn wir fertig sind mit Renovieren. Dorme in Austria, grüße dich. Ja, Wildschwein wäre geil, so ein Wildschweinbraten. Dorme, du willst wissen, wie man das platziert mit diesen Tischhalterungen hier. Möbel, Objektständer nennt sich das. Das packst du hier dann einfach drauf und da kannst du quasi dann platzieren, was du möchtest. Ne? Zack, paar Würste. So, die nehmen wir aber wieder weg. Ah ne, jetzt hat er wieder seinen Hammer hingelegt. Macht das doch nicht immer. So, alles klar. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ah ja, am Bett. Oh, es hängt, es hängt. Sieht gut aus. Obwohl, wartet mal, haut das hier hin. Ich glaube, das hier muss noch ein Stück rüber. Das muss noch ein Stück rüber. So, passt das. Soll ja auch ein bisschen akkurat aussehen. Nicht so wild. Genau, jetzt bauen wir uns da ein paar Treppen dran. Oh nee, ich habe wirklich zu viel Met getrunken. Seht ihr das? Zap, zap. Zack und... Zack. So, passt auf. Damit das Ganze schön hell wird da oben, brauchen wir Standeisenfackel. Dafür brauchen wir nochmal zweimal Eisen. Also vier holen wir uns. Und Felle brauchen wir jetzt. Was hatte ich denn die Felle? Viermal Eisen erstmal. Und Felle haben wir hier. Hey, der Nox ist da. Grüße dich. Herzlich willkommen. Ja. Da muss was Feines her. Wieso ist denn die Musik jetzt so ruhig? Ah, jetzt ist sie wieder da. Jetzt ist sie wieder weg. Jetzt ist sie wieder da.
So, guck mal, da haben wir jetzt hier oben nämlich auch Licht. Na, komm. Ah, herrlich. Das sieht gut aus, Leute. So, jetzt hier oben will ich rote. Hier will ich was Rotes haben. Mal schauen. Rote Wandbanner haben wir hier. Rot-Weiß, rotes Banner. Dafür brauchen wir die Blutsäcke. Genau, die hatte ich ja schon vorbereitet. Die müssten auch irgendwo in der Kiste unten sein. Die Blutsäcke findet man im Sumpf, ne? Wer das nicht weiß. Da, Blutsäcke. Und ich glaube, das andere hatte ich, ne? Ne, irgendwas fehlt noch. Lederreste. Gib mir deine Lederreste. Gleich kommen die Gäste, gib mir die Lederreste. Also wie gesagt, hier kommt dann später noch so ein größeres Bett hin, aber das kann ich halt momentan noch nicht bauen. So, das bauen wir jetzt. Bauen wir das. Ich will halt das ein bisschen verdeckt haben. Machen wir es genau hier an die Kante drüben. Und hier an diese Kante. So, und jetzt passt auf, Leute. Ja, es ist okay. Jetzt packen wir hier was hin. Ihr werdet staunen. Ihr werdet staunen. Was ich mir da überlegt habe. Das wird so gut. Wenn's gut wird, dann wird's gut. Leon, grüß dich. So. Da sind sie. Jetzt bei. Ihr ahnt schon, ne? Ihr ahnt schon, was ich vorhab. Wird super. Zack. Ist das geil. Ich lach mich kaputt. Na? Oh, geil. Und die Augen leuchten noch von denen da unten. Wartet mal ganz kurz. Ich muss das mal kurz ablegen. Kann ich hier, kann ich die ausmachen? Nee, ausmachen kann ich sie nicht. Aber das sieht gut aus. Ja, das ist unser Schlafbereich. Wartet mal, hier oben will ich da auch noch so eine Dinger haben. So eine Teile hier. Edelholz, Krautzwergenauge, Sördlingkerne. Das ist geil. So, das... So viel brauchst du nicht, oder? Doch, nimm mal mit. Wir brauchen nämlich noch für andere Dinge. Jetzt haben wir hier so einen Haufen Zeug. Wartet mal. Das muss noch mal weg. Felle brauchen wir noch. Lederschnipse kannst du auch weglegen. Edelholz, Dings und was war's noch? Was wollte ich denn jetzt eigentlich bauen? Ich hab's vergessen, Leute. Doof. Ach ja, diese komischen Wirtlingkerne. Mann, 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 bin ich verpeilt. Ja, das wäre lustig, wenn du dort mit deiner Frau schläfst und dir fällt dieses Ding auf den Kopf und die wacht nachts auf, weil sie mal pullern muss und erschreckt sich dann, weil du diese Maske auf dem Kopf hast. so, genau. Stellen wir hier einfach so hin. Zack. Zeigt mal. Oh, das sieht gut aus, Leute. Das ist echt geil. Das gefällt mir richtig gut. Vielleicht hier noch so eine Hocker. Ne, so als Nachttisch. Zeig mal her. Ja, doch. Das machen wir. Guckt. Ach, das ist doch super. Haben wir ein kleines Nachttischchen.
Jetzt machen wir noch ein bisschen Felddeko. So vielleicht. Ah, hier ist das wieder. Das ist scheiße, wenn das überlappt, dann flackert das so. Das muss man anders machen. Das haben sie noch nicht so richtig gefixt. Machen wir das halt so. Und so. Ja, das ist super. Und jetzt legen wir die noch so hin. Sieht's aus? Zeig mal her. Ja, das ist top. Das gefällt mir gut. Wunderschöner Schlafbereich. So, was denn? Pascal. Hi Pascal. Grüße dich. Schön, dass du da bist. Ja, wir sind ja noch lange nicht fertig, Nox. So, jetzt hatte ich mir hier überlegt, machen wir hier auch so eine kleine Truhenecke, wo so drei, vier Truhen stehen und hier noch eine kleine Sitzecke. Können wir ja vielleicht gleich hinbauen. Machen wir das. Wir machen erstmal die Stühle hin, so. So, und jetzt hier noch so ein Hocker rein. Zack, kann man auch schön gemütlich rumsitzen. Ah, herrlich. Das ist cool. Und hier bauen wir jetzt noch ein paar Truhen hin. Was braucht man dafür nochmal? Bestimmt Eisen, ne? Eisenmaß. Hier so eine große, zweimal Eisen, so eine kleine, achtmal Eisen. Das versteht auch keiner, warum die Kleinen so viel brauchen. Das bedeutet 16, 18 Eisen. 18 Eisen und Edelholz. Ach, herrlich. Das fetzt. 18 Eisen. Perfekt. Perfekt, Leute. Aber ich glaube, wir haben auch hier vorne noch Eisen, falls wir noch welches benötigen. Können wir da auch noch was hinbasteln. So, zeig ich mal her. Hier so eine große, ne? Einmal so in die Ecke. Da können wir dann unser so ein bisschen Krimskrams reintun. Vielleicht hier so. Was fehlt? Oh, Edelholz. Wartet. Oh. Sollte immer was essen. Nur noch 12 Gesundheit. Das wäre lustig gewesen, wäre ich jetzt gestorben. Haben wir hier noch irgendwo Edelholz? Nee. Edelholz ist alle. Dann gucken wir mal hier. Irgendwo wird schon noch was sein. Ah, guck mal. Hier ist er noch. Hier ist er noch genug Material. Hinter dem roten Banner sind Steine. Ja, das ist der Schornstein. Also wer den Schornstein noch nicht kennt. Das ist quasi der Schornstein. Der halt bis da hoch geht. Deswegen guckt das so ein bisschen durch. Das ist. Also im Prinzip könnte ich diese Steine dahinter wegnehmen. Aber. Also der Zugeffekt wäre ja trotzdem da. Aber hey, scheiß drauf. Das lassen wir einfach so. Das ist okay. Es guckt sich weg, sag ich mal. So, haben wir jetzt das für die kleine Kiste noch? Hier. So. Ne, das ist doch eine schöne, gemütliche Ecke. Jetzt sind wir hier, glaube ich, soweit erstmal auch fertig. Und jetzt geht's zur Gestaltung unseres Balkons. Los geht's. Hier möchte ich gern so eine kleine Sitznische haben. Vielleicht so. Kennt man von diversen WGs, wo dann die jungen Studierenden quasi rumsitzen und Rotwein schlürfen. Könnten wir ja dann auch noch Getränke hinstellen.
Haben wir hier noch Zeug für das? Ja, perfekt. So, und jetzt passt auf. Hier kommt dann quasi nochmal so ein Drohnen hin. Wo dann der Hausherr sitzt und mal ein Buch lesen kann oder sowas. Genau. Ino, grüße dich. Hallo erstmal. Und dann beantworte ich deine Frage. Sumpf findest du, musst halt reisen. Ich habe das Glück, ich habe ihn auf meiner Startinsel gefunden. Also quasi, das ist hier meine Startinsel. Hier bin ich gespawnt und habe zum Glück hier welche gefunden. Kann aber sein, dass du diese Seeds sind ja je nachdem zufällig generiert. Dass du erst mit dem Schiff irgendwo auf eine andere Insel reisen musst. So, guckt mal. Da kann er dann hier gemütlich sitzen, ein Buch lesen und schön die Aussicht genießen. Wie gesagt, die Pilze kommen dann später noch weg. Das mache ich dann nächste Woche. Dann bauen wir hier noch ein extra Schmiedehaus. Also, oder nicht Haus, sagen wir mal einen Bereich. So. Was wollte ich jetzt? Eine Kohlepfanne. Wir gucken mal ganz kurz. Da ist er. Wir brauchen eine Kette, 5 Bronze, 2 Kohle. Eine Kette, 5 Bronze, 2 Kohle. Eine Kette. Hey. Was hast du jetzt gemacht? Bronze war es noch. Es geht perfekt auf. Meine Berechnungen sind super, nur die Kohle fehlt. Wartet mal. Hier haben wir Kohle. So. Das Ding ist, dass diese Kohlepfanne im Haus so viel Qualm verursacht, dass man einen Abzug bräuchte. Jetzt ist die Frage, bauen wir das direkt hier so dran? Ja, das ist gut. So, jetzt brauchen wir nochmal Objekthalter. Habe ich denn noch genug Mats? Ja. Und zwar hatte ich mir gedacht, machen wir hier was hin. Was fehlt? Edelholz, hä? Fehlt hier etwa Edelholz, Leute? Kann das denn sein? Nehmen wir nochmal Humpen mit. Und vielleicht noch zwei von denen. Edelholz. Hat man hier vorne noch was? Danke dir, Gino. Vielen Dank. Irgendwie gibt's, ja, das ist aber in so vielen Games so, das mit dem Badezimmer ist auch in vielen Serien und so. Es gibt zum Beispiel, wer sich in Star Trek auskennt, es kommt in Star Trek in den ganzen Staffeln, in allen Serien, die es halt gibt, ne, bei Deep Space Nine, bei der Originalserie, die gehen nicht einmal irgendwo auf Toilette. Also ich meine, klar, es ist Zukunft und so, aber was machen die denn? Wird die Kacke etwa aus den Körpern rausgebeamt oder wie ist das? Verstehe ich immer nicht. So, bauen. Objekthalter wollte ich hier. Es ist aber auch in... Nein. In vielen Serien so, ne? Und in ganz vielen Spielen gibt da selten Spiele... bei dem Stuhlgang quasi aktuell ist. Guckt mal, das sieht doch super aus. Sowas wie Kerzen wären noch geil. Balkon ist erstmal auch soweit super, ne? Stimmt, wir wollten hier noch Objektträger. Da gibt es ein übelst geiles
sehr, sehr unterschätztes Survival-Game. Das spielt im Weltall. Ist ein bisschen wie Subnautica, nur dass es im Weltall spielt. Und ist auch noch mit ganz viel Humor von russischen Entwicklern. Wie hieß es? Ich hab's vergessen. Ich habe das auch schon mal gestreamt und habe, glaube ich, auch auf YouTube ein, zwei Folgen davon. Genau, was wollte ich da sagen? Da kann man zum Beispiel pinkeln. Da gibt es auch Toiletten. Was ist denn hier im Chat los? Habe ich was verpasst? Wirklich, ne? Nee, nicht Deliver Us und Press Age. Genau, Press Age. Sehr geiles Spiel. Ich frage mich, warum das so unbekannt ist. Oh, ich habe das Ding... Ne, ist diesmal richtig. Frage ich mich echt, warum das so unbekannt ist. Es hat so viel Humor und ist so geil einfach mal. Und es ist halt ein... Es ist halt ein richtig auch grafisch gutes Survival-Game. Und man kann ganz, ganz viel Unfug machen. Es ist halt noch nicht fertig, ne? Das ist so ein bisschen der Punkt. Aber frage ich mich, warum das so... einfach mal nicht da ist. Ist da zu wenig Leute das hypen. Ansonsten, wo kann man, in welchen Spielen kann man denn noch auf Toilette gehen? Gibt's echt wenig Spiele. Ich habe Sims nie gespielt. Bei Sims kann man doch bestimmt auf Toilette gehen, ne? So, passt auf, Leute. Jetzt kommen wir nämlich langsam dahin, wo wir hinwollen, nämlich, dass wir so eine Holzhütte auch dementsprechend gestalten. Na komm. Ja, Demolition Man, das mit den Muscheln. Mit den Muscheln. Irgendwie hatte ich es doch auch letztens begriffen, warum das mit den Muscheln so ist. Oder war das ein Geheimnis, was nie verraten wurde? Ich weiß es gar nicht mehr. So, erstmal das. Das Beste kommt dann noch, Leute. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, wir liegen gut in der Zeit. Wir schaffen das heute hier alles fertig zu gestalten, so wie ich mir das gedacht habe. Quatsch, mach mal das Ding ja weg. Leg mal die Wildschweinköpfe. So, jetzt machen wir hier schöne Wildschweinköpfe hin, links und rechts. Das sieht gut aus. Schön ohrig, ne? Ja, der ist ein bisschen zu hoch. Wartet mal, den müssen wir nochmal setzen. Ja, so, haut das hin. Wildschweinkopf hier hoch. Ah, super. Super, Leute. Dann kommt da was dran und da was dran. Da hat er sich das überlegt. Beide. Die Frage ist, von wo aus gehen wir da, dass wir da auch die hier unten können wir ja so dran machen. Aber ich glaube, für den Hauptakt müssen wir mal ganz schön krass bauen. Zack. Warte, da hole ich gleich den Hirschkopf. Ah, Hirsch. Und hier kommt dann das Hauptding. Da freue ich mich schon am meisten drauf. Ich hoffe, das klappt auch alles. Sag, Sören, grüß dich. In Duke Nukem, kann man tatsächlich, ja, stimmt. Noxy, machst du los. Nox, hau rein. Ciao, ciao. Stimmt, da kann man auch aufs Klo gehen. Ich kenne nur noch Duke Nukem 3D. Duke Nukem, wie heißt es denn eigentlich? Wir haben zu DDR-Zeiten haben wir halt wenig Englisch beigebracht bekommen. Deswegen haben wir früher immer Duke Nukem gesagt. Aber das ist, glaube ich, nicht richtig. Ich glaube, das heißt Duke Nukem. Da.
Aber das sind von der Höhe her. Ein bisschen tiefer, hä? Oder? Wartet mal. Ein bisschen tiefer muss er. So. Zack. Ja, sehr geil. Und jetzt kommt der Hit, Leute. Da müssen wir bloß mal sehen, wie wir da jetzt hochkommen. Will ich nämlich dort oben an die Stirn, will ich Eiktier haben. Unbedingt will ich dort Eiktier haben. Dann bauen wir uns erstmal eine Leiter in diese Richtung. Ah, perfekt. Jetzt ist natürlich gerade dunkel, das ist blöd. Geht gerade nicht wie rum. Warum, ne? Den jetzt hier genau in die Mitte. Boah, Leute. Das wird so geil, passt auf jetzt. Alter, ist das geil, wie die Augen leuchten. Und hier wollte ich doch noch den dran haben. Boah. Ist das geil? Ich lach mich tot. Was war das gerade für ein Geräusch? Hier kam so ein Windgeräusch. Kommt hier jetzt irgendwas Böses? Leute, jetzt gucken wir uns das mal nachts an. Ist es nicht Wahnsinn? Wartet, ich mach mal ganz kurz das Hut weg. Das ist doch geil, oder? Hi, Mr. Bungee Benji. Grüße dich. Ja, stimmt. Bei Ark kann man auch kacken. Richtig. Stimmt. So. Aber wir sind noch nicht fertig. Ich habe noch Ideen. Ich habe noch Ideen, Leute. Und zwar... Ist natürlich dunkel. Ah, wir können ja auch kurz pennen. Wir haben ja jetzt ein Bett hier. Und einen Gemütlichkeitsfaktor. Wir müssen mal kurz schauen, was wir hier für einen Gemütlichkeitsfaktor haben. Gemütlichkeit 12 kriegen wir hier ran. Gute Nacht, Leute. Ach, herrlich. Träumst von einem Fluss, der den Berg hinauffließt und von grünen Sprösslingen, die sich dem Erdreich entgegenstrecken. Herrlich. Gleich mal frühstücken, eine Wurst, einen Fisch, eine Suppe. Ausgiebig. So, was wollte ich jetzt? Ach ja, ich hatte noch eine Idee. Damit das hier Ganze noch ein bisschen authentischer aussieht. Bauen wir jetzt hier noch was dran. So, 26 Grad. Ihr werdet es gleich sehen. Aber das sind ja, ne? Kriegt man hier hinten noch so eine Balken rein? Sieht das dann blöd aus? Die gucken bestimmt durch, ne? Ich schätze mal, die gucken dann irgendwie durch die Wand durch. Ne, da setzt den nicht. Ah, es ist okay, das lassen wir so. So, passt auf. Haben wir genug Holz? Ne. Wir brauchen Holz. Wir brauchen Holz. Ganz viel Holz. Ja. Du trägst zu viel. Schlecht, dann müssen wir noch mal rennen. Dann müssen wir noch mal rennen, Leute. Hey Benny, grüß dich. Jo, die Einrichtung zeigst du gleich. Ich will bloß noch schnell das Holzlager quasi für außen. Bei gemütlich 17 sind 24 Minuten, aber oh, Mike geht. Nee, Maki geht.
Bin durcheinander. Ah ja, doch, Maki geht. Nicht Mike, Frank. Hast du schon etwa genascht von deinem Getränk, was es zum Essen gibt? So, jetzt müssen wir mal kurz schauen. Klicken wir das hier rein? Ja, perfekt. Zack. Warte, das Stück weiter vor. Jetzt mal kurz schauen. Ne, es muss ein Stück weiter hinter noch. Noch ein Stück weiter hinter. Ja, so ist das gut. Das sind halt so kleine Details. Aber ich finde, das ist irgendwie schön, ne? Ach ja, jetzt fehlt das Holz. Ja. So. Ach, jetzt fehlt mir wieder Holz. Das können wir auch so lassen. Ah, der ist ein bisschen versetzt. Den müssen wir noch mal korrigieren. Wir haben es gleich, Leute. Ja. Können wir so lassen. Super, haben wir hier unser kleines Holzlager. So. Wer wollte die Inneneinrichtung sehen? Hi, Stefan. Heute Abend, was heute Abend läuft, das weiß ich noch nicht ganz genau. Das Problem ist, ich bin auch gerade ein bisschen pleite. Das heißt, ich kann mir heute nicht mal irgendein Spiel kaufen. Es sei denn, ich kriege die Leute, die mit mir den Ark-Server teilen, vielleicht dazu doch mal einen kleinen Obolus dazulassen. So, hier ist der Barbereich, ne? Hier die Feuerstelle, wo man ein bisschen gemütlich rumhängen kann. Hier so eine kleine Fressecke. Und hier sitzen dann die höhere Gesellschaft, sage ich mal. Ja, hier der Schlafbereich. Auch hier mit einer kleinen Chill-Ecke. Und hier hängen die Studierenden rum und trinken. Und hier sitzt Beutel dann und liest ein Buch über die Götter. Ein Hackklotz? Ja, stimmt, das ist gut. Oh, wer bekommt meine Aufmerksamkeit nicht? Ach, die Gurke. Eddie Tagu. Ich habe Donations, aber auf Twitch. Ich streame ja normalerweise nicht auf YouTube. Das ist ja nur eine Ausnahme. aber ja, ich könnte das hier auch mal. Stimmt, da könnte man hier. Da müsste ich aber vielleicht. Wartet mal, wie machen wir denn das? Mal ganz kurz hier so. Ja. Hackeklotz, was braucht der? Feuerstein. Mal gucken, ob wir Feuerstein drüben haben. Das ist eine gute Idee, Master. Die kleinen Kisten, die sind halt nur Doku. Deko, meine ich. Die Doku über die Deko. Was wollte ich? Feuersteine. So, gleich mal alles durchreparieren. Ah ja, Hammer. Haben wir doch da. Hier ist eigentlich auch. Stimmt, das müssen wir nächste Woche auch alles noch machen. Hier die Base sichern. Ich habe ja in der einen Folge den Graben angefangen zu graben. Der geht ja hier so lang. Da muss alles noch voll mit Palisaden. Da werde ich hier einige Bäume fällen müssen. Aber ja, krieg mal hin. Das fetzt. Bäume fällen fetzt. Danke, Pascal. Sechs. Es sind nur sechs Slots drin, Benny. Das ist echt winzig. Aber ich finde es halt, sieht halt schick aus, ne? Hat irgendwas. So, Hackeklotz, sagtet ihr.
Stimmt, das ist eine richtig gute Idee. Fehlt noch mal Holz, holen wir uns ran. Ah, oh, hier. Also die Kisten verschwinden dann hier auch alle. Das werde ich dann alles schön ins Lager einsortieren. Huch, das trägt denn erst so viel. Wart ihr wohl zu viel jetzt mit Emma? Naja. Jetzt kommt die Trolle und zerkloppen meine Hütte. Das wäre krass. Die Frage ist der genug vom Dach geschützt? Ach, da muss die Werkbank in der Nähe sein, sonst kann ich den gar nicht bauen, ne? Hä? Ja, die Werkbank ist doch da. Ah, der muss wirklich in der Nähe von der Werkbank sein. Okay, wartet mal ganz kurz. Dann stehe ich hier kurz eine hin. Hackeklotz hin. Ist der noch genug vom Dach geschützt oder nicht? Ja, sauber, Leute. Wunderbar. Hier trotzdem wieder diesen Abschluss haben. Irgendwie stehe ich auf diese Abschlüsse. Ah, das mit Eiktier da oben sieht geil aus, oder? Das ist schon krass. Richtig geile Butze. So. Ja, super. Dann liegen wir doch auch klasse in der Uhrzeit. Wie gesagt, nächste Woche steht Folgendes auf dem Plan. Beide Bases absichern. Eigentlich Hafen werde ich nicht schaffen. Und dann hier einen Schmiedebereich hinbasteln. Deswegen haben wir ja eigentlich diese Hütte gebaut, dass wir uns, wenn wir Eisen holen im Sumpfgebiet da unten, dass wir uns immer schön ausruhen können. Dann will ich vielleicht mal noch einen kleinen Ausflug in die Berge machen, dass wir mal gucken, ob wir es denn schon mit Wölfen aufnehmen können. Ich kann ja, glaube ich, einen Trank brauen. Wir gucken mal ganz kurz. Was hier allerdings noch fehlt, ist so eine Küche, ne? Wo das Essen gekocht wird, weil hier steht ja überall Essen. Da lasse ich mir noch was einfallen. Wartet mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz was schauen. Kann ich den Frostwiderstand? Müsste ich doch theoretisch kennen. Der Master will heil. Robin ist da. Grüße dich. Will unbedingt diese Humpen da drunter haben. So, wartet mal ganz kurz. Was wollte ich jetzt? Doof. Ich hab's vergessen. Ah ja. Metmisch und Bärmarmelade. Frostwiderstand. Da haben wir das Zeug. Da brauchen wir Blutsäcke. Kann ich da dann nochmal farmen. Honig, Distel, Krautzwergenauge. Sehr geil. Da haben wir für nächste Woche schon mal einen Plan. Das ist doch was. Schmiede bauen. Basis absichern. Und mal in die Berge gucken. Mehr werde ich eh nicht schaffen. Wenn ich es überhaupt alles so schaffe. Weil wie gesagt, meine Tochter ist halt in Quarantäne. Egal was geschieht. Ist sie zu Hause. Und Jane ist halt im Homeoffice. Das heißt, ich quasi den ganzen Tag mit meiner Tochter zu tun und habe kaum Zeit, tatsächlich Valheim vorzubereiten. Also es ist ja nicht immer nur das Aufnehmen von Valheim, sondern es ist ja tatsächlich auch das Vorbereiten, das Farmen und so. Wartet mal, dann müssen wir aber hier doch noch mal. Geht das so? Ja, guck mal. Machen wir das so, dann ist es hier schön rund. Genau. Super. Was wollte ich jetzt noch? Hab's vergessen. Immer habe ich es vergessen. Ach so, ich wollte mal ganz kurz gucken. Ich habe eine Idee, Master. Kann ich das kurz rausnehmen? So, das geht doch so. Ich brauche diesen Pfeiler gar nicht. Das geht ja auch so. Und ja, hatte ich ja ganz vergessen.
Ja, hier komme ich dann nicht mehr durch. Also das ist doof. Das ist doof. Wisst ihr, was ich meine? Ich komme hier nicht mehr an die Bar ran. Da drüben geht es ja auch nicht wegen der Kiste. Finde höchstens. Ist ja nicht irgendwas Kleines? Guck mal, das hier. Hier ist gerade nicht. Warte mal, das könnte gut aussehen. Eule 666, grüße dich. Herzlich willkommen. Sonst irgendjemand Neues dazugekommen? Ja, nee, da haben sich, Robin, da haben sich auch schon Leute angeboten, aber ich kann nur farmen. Das ist immer ganz spontan. Wenn ich weiß, okay, meine Tochter macht jetzt gerade das und das, dann kann ich auch ganz spontan mal farmen und da kann ich mich nicht noch drum, das ist für mich dann noch mehr Stress, wenn ich mich dann drum kümmere, ob denn die Zuschauer gerade können. Das funktioniert leider nicht. Es hatten sich da schon ein paar Leute angeboten, aber es bedeutet am Ende für mich nur noch mehr Stress. So, warte mal. Was wollte ich das Ding hier? Naja. Naja, von Weitem sieht es so aus. Hier drüben geht es halt nicht wegen der Kiste. Könnte ich zwar noch ein Stück. Hier reicht ja auch so. Hier reicht auch so. Ja, cool. Das hat auch Spaß gemacht, Leute. Wir gehen mal hoch auf unseren Balkon. Setzen uns hier hin. Achso, es geht nicht. Setz dich da hin. Doch, das geht. Warte, ich kann nicht weiter rausscrollen. Momentan. So, Leute. Hat echt Spaß gemacht mit euch. Und, hi, Ostern. Jetzt kommst du. ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schönen Abend. Noch einen schönen Nachmittag. Wer heute Abend Bock hat, weiß noch nicht ganz genau, was ich streamen werde. Und ob Jane dann hier überhaupt Platz hat mit meinem neuen Stuhl, wird das hier nämlich eine enge Nummer. Müssen wir mal gucken. Genau, auf Twitch. Ansonsten sehen wir uns dann in der Montagsfolge, wenn ich es denn wirklich alles auch so schaffe. Also nehmt es mir nicht übel, wenn es nächste Woche nochmal ein bisschen kritisch wird mit Folgen hochladen von Valheim. Genau. Schön, dass ihr alle da wart. Danke für eure Likes. Wer noch nicht geliked hat, haut nochmal schnell auf den Daumen, wenn es euch gefallen hat. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns die Tage, die Wochen. Bleibt schön gesund, haut rein. Ciao, ciao.